Dann die nächste Sache, die man mit, die ganz, ganz wichtig ist, um in der Dauer standhaft zu sein, ist, dass man sich nicht zu sehr auf andere verlässt, sondern vielmehr, dass man erwartet, im Stich gelassen zu werden. Man muss erwarten, im Stich gelassen zu werden. Weil, warum sage ich das? Warum sage ich, man muss das erwarten? Es kann sein, dass es nicht passiert. Aber es gibt so viele Leute, die stürzen sich. Ich erwähne das auch, weil, guck mal, wir haben, eigentlich habe ich schon 2002 mit der DAWA praktisch angefangen, weil ich bin mit jemandem rundgegangen, der immer DAWA gemacht hat. Aber 2015 ging es richtig los, 2016 dann auch mit der Internetseite. Aber Fakt ist, wir haben so viele Leute kommen und gehen sehen, die kurz voll motiviert waren. Und dann am Anfang gibt es diese, wie soll ich sagen, diese Freude, das ist etwas Neues, Erfolgserlebnisse. Ja? Und dann auf einmal merken sie, es gibt doch Rückschläge. Es gibt doch Enttäuschungen. Es gibt auch es gibt Anstrengungen, die man unternehmen muss. Und auf einmal sind die Leute weg. 99% der Leute, die mit der DAWA anfangen, halten es nicht durch. Das ist jetzt mal so auf Anhieb meine Schätzung. Oder sagen wir 90%. 90% halten es nicht durch. Okay, sie kommen dann vielleicht später nochmal wieder, weil dass sie wirklich kontinuierlich dabei bleiben. Und ich vergleiche das etwas mit Leistungssport. Ja? Ein kleines Kind fängt zum Beispiel mit einer Sportart an. Und dann aber nachher, und das macht am Anfang einfach nur Spaß. Es fängt einfach an, es macht einfach nur Spaß, Fußball zu spielen. Auf einmal hat es etwas Talent, es will weitermachen, groß rauskommen. Was heißt das jetzt? Du musst täglich trainieren. Das heißt, jetzt musst du eine Opferbereitschaft haben. Das heißt, da kommt auf einmal eine Enttäuschung. Du bist auf der Ersatzbank. Es kommt auf einmal eine Enttäuschung, du spielst in der zweiten Mannschaft. Es kommt auf einmal eine Verletzung dazu. Wie viele hören auf? Wie viele Kinder sagen, ich will Fußballprofi werden und dann ab der C und ab der B und sind die nicht mehr im Spiel? Hier ist noch schwieriger. Weil der Shaitan hasst die DAWA. Und deswegen sage ich immer, erwarte, dass du im Stich gelassen wirst. Baue nicht auf andere Leute. Viele Leute können das nicht verkraften, weil sie auf einmal diese Enttäuschung von... Es ist ein seelischer Schmerz. Der seelische Schmerz ist oft viel, viel schlimmer als der körperliche Schmerz. Wenn ein Lehrer einem Schüler eine Ohrfeige gibt, der Schmerz von der Ohrfeige ist noch eine Minute weg, vielleicht kurz danach weg, vielleicht brennt es noch eine Minute, allerhöchstens. Aber der seelische Schmerz, dass das vor der Klasse passiert ist, dauert viel länger. Und deswegen der Prophet, das ist was ich immer wieder wiederhole, der wurde an keiner Stelle im Koran getröstet, weil er Verletzungen, körperliche Verletzungen erlitten hat. Aber er wurde getröstet für das, was sie zu ihm sagen. Dafür, dass sie ihn ablehnen, weil das ein viel größerer Schmerz für ihn gewesen ist. Willst du dich zu Tode kriegen, dass sie nicht an diese Botschaft glauben? Oder es soll dich nicht traurig machen, was sie sagen. So, und deswegen, das sind Sachen, die traurig machen. Aber wisse, dass das der Weg ist. Was sollst du dir sagen, wenn du im Stich gelassen wirst? Guck mal, was der Prophet dazu sagt. لا تزال طائفة من أمتي الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. Es wird immer eine kleine Gruppe geben von meiner Umma, die siegreich auf der Wahrheit ist. Diejenigen, die ihn Mukhalafa machen, die also gegen sie sind, von den Kuffar, werden ihnen nicht schaden. Und diejenigen, die sie im Stich lassen, wer lässt sie im Stich? Von den Muslimen. Werden ihn nicht schaden, bis der Befehl Allahs kommt. Das heißt, wenn man dich in den Stich lässt, inshallah ist es ein Zeichen, dass du von Taifa Mansura bist, von der geretteten Gruppe. Und so musst du damit umgehen. Wie Ibn Mas'ud gesagt hat, entel jama'a wa la kunta wahdak. Du bist in Jama'a, selbst wenn du alleine bist. Selbst wenn du alleine bist, bist du in Jama'a.